Ich stehe jetzt hier in Zichingen-Böckwitz auf der Europawiese. 40 Jahre deutsche Teilung, jetzt 30 Jahre ein Land. Zusammengefasst in meinem Buch Deutsch-Deutsche Momentaufnahmen, erschienen Anfang 2020 im Herkules Verlag. Vereint in diesem Buch Schicksale, Hoffnungen. Ein Zeitraffer quer durch unser Land. Aber es geht auch um die Suche nach Freiheit in der DDR. Das Zusammenkommen in einem Land und den Rückblick 30 Jahre später. Ein Riss geht durch das Land. Frühjahr 1945, der Zweite Weltkrieg endet und damit auch 12 Jahre NS-Herrschaft auf deutschem Boden. Zerstörung und Fluchtbewegungen unendlichen Ausmaßes sind die Folge. Das deutsche Volk muss die niederschmetternde Niederlage hinnehmen. Das sogenannte Potsdamer Abkommen soll den neuen Weg weisen. Vom 12. Juli bis 2. August 1945 treffen sich die Staatschefs der drei alliierten Siegermächte, Sowjetunion, USA und Großbritannien, im Potsdamer Schloss Zizilienhof. Die Partner der einstigen Anti-Hitler-Koalition. Ziel ist es, Europa neu zu ordnen und über das künftige Schicksal Deutschlands zu beraten. Es ist nicht die Absicht der Alliierten, das deutsche Volk zu vernichten oder zu versklaven. Die Alliierten wollen dem deutschen Volk die Möglichkeit geben, sich darauf vorzubereiten, sein Leben auf einer demokratischen und friedlichen Grundlage von Neuem wieder aufzubauen. Ist unter anderem in den amtlichen Verlautbarungen des Kontrollrates zu lesen. Seit dem 26. Mai 1952 stand fest, dass es zwischen den Alliierten in Westdeutschland und der sowjetischen Besatzungszone auf dem Gebiet der DDR kein Miteinander mehr gibt. Die Demarkationslinie wurde zur Systemgrenze und sollte im weiteren Verlauf Beziehungen zwischen Familien, Freunden und Nachbarn bis 1989 auseinanderreißen. Zwischen den deutschen Staaten entstand eine knapp 1400 Kilometer lange Grenze. Um West-Berlin waren es noch einmal rund 160 Kilometer. Ab 1954 gab es in der DDR entlang der innerdeutschen Grenze offiziell ein Sperrgebiet, in dem gut 200.000 Menschen lebten. Ein Leben abgeschottet und unter ständiger Überwachung. Das geteilte Dorf Zichery-Böckwitz, Situation nach dem Krieg. Zichery-Böckwitz in der Nähe von Wolfsburg war seit eh und je ein Doppeldorf. Viele waren miteinander verwandt oder verschwägert. Die Kinder gingen in Böckwitz zur Schule. Ein bäuerlich geprägtes Rundlingsdorf, idyllisch gelegen. Nach dem Kriegsende lag Böckwitz im sowjetischen Sektor, Zichery im Sektor der westlichen Alliierten. Das Klein-Berlin im Norden. Mit Gründung der beiden deutschen Staaten 1949 stand fest, Böckwitz ist auf dem Gebiet der DDR, Zichery auf dem der BRD. Viele Familien, die aus der DDR flohen, nutzten in dieser Zeit den Weg über Zichery. Der große Obstgarten der Bauernfamilie Meyer bot einen einigermaßen gefahrlosen Grenzübergang. Nacht für Nacht kamen Menschen, teilweise in Gruppen. Für so manchen Zicherier hatte der Grenzverkehr sogar einen Nutzen. Der Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus der Altmark erblühte. So kamen Bewohner aus Böckwitz und den umliegenden Dörfern mit geschlachteten Gänsen über die Grenze. Zicherier verkauften die Ware weiter. Viele Flüchtlinge blieben in Zichery. 1950 lebten im Dorf 464 Einwohner, doppelt so viele wie zu Kriegsbeginn, darunter 256 Vertriebene und Zuwanderer. Mit seiner günstigen Lage wurde es immer mehr zum Dorf für Pendler. Im nahegelegenen Volkswagenwerk in Wolfsburg fand viele Arbeit. Nur eine Schule musste neu entstehen, da die bisherige in Böckwitz war. Auch wenn das Leben auf dem Gebiet der Bundesrepublik recht unbeschwert war, die Grenze durch zwei Dörfer war nur schwer zu ertragen. Familien und Freunde waren nach dem Mauerbau 1961 endgültig getrennt. Aktion Ungeziefer, Mai-Juni 1952 in Böckwitz. Ende Mai 1952 in der DDR. Der Frühling ist in voller Blüte, 7 Jahre Frieden. In den Dörfern nahe der Grenze zur BRD kommen in den frühen Morgenstunden Lastwagen. Die Errichtung eines besonderen Regimes an der Demarkationslinie wird von der Volkspolizei und der Staatssicherheit vollzogen. Erste Wachtürme wurden gebaut, Zäune gezogen, Kontrollstreifen gerodet. Eine 5 Kilometer breite Sperrzone ist, von feindlichen, verdächtigen und kriminellen Elementen zu säubern, so die Anweisung. Mitarbeiter der Volkspolizei und der Stadtsicherheit hämmerten an den Türen der Häuser in den Dörfern. Aus dem Schlaf gerissen müssen die Bewohner einen Zettel unterschreiben, auf denen wohl stand: Ich verpflichte mich, mein Anwesen innerhalb von 2 Stunden zu verlassen und führe diese Maßnahme freiwillig durch. Lokale Behörden hatten von Nachbarn oder Arbeitskollegen Hinweise bekommen. Pflegt Westkontakt, ist Kirchgänger, hört Rias, hetzt gegen die DDR, die Sowjetunion oder die Polizei. Oft alles Gerüchte und Verleumdungen.
Als politisch unzuverlässig eingestuft, folgte die Zwangsumsiedlung. Schnell das wenige Hab und Gut eingepackt und auf Lastwagen verstaut. Ging es zum Bahnhof. In Güterwaggons verladen begann die Reise ins Ungewisse. Viele hatten Angst, dass es nach Sibirien geht. Nur manchmal erfuhren die Ausgesiedelten, wohin es geht. Wer Haus und Hof hatte, wurde enteignet. Der Spiegel, 1961, berichtete am 18.10.1961 in einer kurzen Notiz. Gestorben Kurt Lichtenstein, zuletzt Chefreporter der Westfälischen Rundschau in Dortmund, in einem Krankenhaus in Klötze, in Klammern DDR, nachdem er bei einer Reportage an der Zonengrenze von Volkspolizisten angeschossen und verschleppt worden war. In den Zeitungen der DDR stand der Vorfall unter der Überschrift »Provokateur verletzte Staatsgrenze der DDR«. Was war passiert? Am 9. Oktober 1961 machte sich der Dortmunder Journalist Kurt Lichtenstein auf den Weg, um direkt von der Grenze zu berichten. Seit 2 Monaten trennte die beiden deutschen Staaten eine Mauer. Wie lebt es sich an der innerdeutschen Grenze, wollte der Journalist wissen. Und was lässt sich über zerrissene Dörfer und Familien, über Bundesgrenzschutz und Volkspolizei erfahren? Es war gerade Erntezeit auf den Kartoffelackern. An diesem Tag hatte der DDR-Grenzschutz 2 Posten im Wald stationiert, der an den Kartoffelacker grenzte. Die mit Maschinenpistolen bewaffneten Posten lagen auf Lauer und gut versteckt. Gegen Mittag näherte sich Kurt Lichtenstein auf dem Kartoffelacker und stellte sein Auto ab. Was dann passierte, ist durch ein Telegramm der DDR-Grenzbereitschaft Gardelegen überliefert. Durch ein Telegramm der DDR-Grenzbereitschaft Gardelegen ist unter der Chiffre Friedrich Dora D94 die Festnahme eines Grenzverletzers West-DDR unter Anwendung der Schusswaffe überliefert. Dokumentiert ist, dass ein Mann die Grenze überquert habe. Er begab sich etwa 40 Meter auf DDR-Gebiet, um im 500 Meter Streifen arbeitende Bauern der LBG Böckwitz bei der Kartoffelernte zu fotografieren. Die Dorfbewohner aus Böckwitz sprechen nur hinter vorgehaltener Hand über das, was an der Grenze an diesem 12. Oktober 1961 passiert ist. Lichtensteins Leben endete an der Grenze jenes Staates, für dessen Existenz er jahrzehntelang gekämpft hatte, schrieb sein Biograf Rainer Zunder in dem Buch Erschossen in Zicherie, vom Leben und Sterben des Journalisten Kurt Lichtenstein, erschien 1993. Kurt Lichtenstein war im Zweiten Weltkrieg Mitglied der KPD und so ist sein Tod an der Grenze der DDR mehr als tragisch. An den Journalisten Kurt Lichtenstein erinnert heute an der Kreisstraße 85 südlich von Zicherie ein Holzkreuz und eine Informationstafel. Der Umgang mit der Geschichte der DDR sorgt immer wieder für Diskussionen. Für die einen reduziert sich die DDR auf Diktatur, Widerstand und Zwang. Lebensleistungen aus dieser Zeit bleiben vergessen. Andere kritisieren die bestehende Ungleichheit. Gleiche Rente und gleicher Lohn sind noch lange nicht erreicht. Aber auch die Opfer des SED-Unrechts, wie die Heimkinder, die Zwangsadoptierten und die politisch Verfolgten, sind oft in einer schwierigen sozialen Lage. Alles Aufgaben, die es in Zukunft zu bewältigen gilt. Umso wichtiger ist es, die Zeit der deutschen Teilung in Büchern festzuhalten und zu hinterfragen.